Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE SmackDown 4 Shut Your Mouth. Heute am 18.10. um 7.51 Uhr. Wieder mal morgens, etwas später als gestern, aber ich habe heute auch ein bisschen länger geschlafen. Trotzdem genau gleich wie gestern, ich habe einen Kaffee hier und wir können weitermachen. Jo. Letztes Mal war ja persönlicher Assistent, Ric Flair, ne? Hat irgendwann die Schnauze voll gehabt, hat uns angegriffen oder wollte einen Kampf gegen uns haben. Haben wir geschafft. Schwache Story. Oh, was ist das denn? Six-Man-Table-Tornado-Tag-Match. Mal schauen, wie es weitergeht. Also immer noch befindet sich die... Also es gibt keine Ligen mehr, ne? Kein War, kein Smackdown, sondern, ne? Superstars und Besitzer. Also quasi so eine kleine Rebellion. Natürlich schön, wenn wir dann bei Rebellion auftreten. Alter, warum ist der Fernseher heute so laut? So. Oder meine Ohren sind einfach heute frei. Ach, guck mal, wer der ist. Es gibt viele wertvolle Titel in der WWE. Und einer von denen ist der Tag Team Title. Viele großartige Tag Teams haben diesen Titel bisher gehalten. Aber einer der besten Duos aller Zeiten ist bisher noch nicht mit dem Tag Titel gekrönt worden. Das großartige Duo, über das ich rede, ist Vince McMahon und ich. Ach du Scheiße. Ich werde hiermit ein Turnier ankündigen für den Tag Team Title. Die Tag Team Champions müssen ihren Gürtel zurückgeben. Und wir werden die neuen Champion werden. Dann wird es ein Turnier von den Teams geben. Die Gewinner werden uns wahre Champions gegenübertreten. Hast du das gehört, King? Ich kann ihre Egos nicht leiden. Ich halte sie nicht mal aus. Aber die beiden Typen besitzen nun mal die WWE und die Tag Team Gürtel. Ich kann mir nicht vorstellen, was im Turnier passieren wird. Was ist das denn Oktober? Ich überlege gerade wegen der Pay-Per-View, was das... Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ach du Kacke, jetzt kann ich mir... Oh! Einen Tag-Team-Partner aussuchen, oder? Ich glaube, ich nehme mal Kurt Engel. Wolf und Dem haben wir schon so viel zu tun gehabt mit dem Spacko. Weil der ist ja eigentlich auch cool, ne? Aber ich möchte nicht als Tag-Team-Partner haben. Ihr wisst wahrscheinlich warum, ne? Möchtest du, mein Tag-Team-Partner für das Turnier werden? Jo. Cool. Okay, das ging schnell. Ich dachte, wir müssen uns erstmal noch ein bisschen vorbereiten, bla bla bla. Normal Six-Man-Tag-Match, ist das okay? Ist in Ordnung. Ja, ne, Wolf and Dam haben wir auch schon oft genug gesehen. In dem Spieldurchlauf bisher. Jedoch bei dem UK-Großveranstaltung, da hat er ja auch schon... Mach ich ja jetzt hier. Okay. Ne, bei der Großveranstaltung in... der UK Interaction war, glaube ich. Da haben wir auch schon, ne? Nur mit Wop and Dam uns rumärgern dürfen. Der war zwischendurch mal Gegner, war zwischendurch mal Freund. Kann sich nicht so ganz entscheiden, wo der jetzt hin möchte. So, ne. Hau ab, Divon. Dich hatten wir schon. Wenn er jetzt neuer wäre, okay, ne, aber nee. Den haben wir schon. So, ja doch, Benoit und Guerrero werden gewinnen. Nee, doch nicht. Austin? Austin muss gewinnen. Und das ist ja wohl klar. Team Stone Cold gegen Team Chefs. Oh ja, ein bisschen, ja, heute noch nicht viel gemacht. Das riecht doch so ein bisschen nom, 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 nom. Ich habe nur ein Müsli gegessen, dann habe ich aufgenommen. Also seit, ja, 25 Minuten oder so bin ich ungefähr wach. Auch ganz gediegen. Also langsam, ne? Geht ja mein Urlaub auch Team Indy entgegen, was ich natürlich sehr, sehr schade finde. Aber ihr merkt, ich nutze halt krass aus, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie vielte Aufnahme in Folge das jetzt ist. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Oh, den haben wir noch gar nicht reinkommen sehen. Why no? Hatte ich beim dritten Teil den Gore als Finisher? Also sein Finisher auch als Finisher? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Der sieht hier irgendwie kacke aus. Aber das Gesicht ist so komisch. Ne, aber ich überlege mich jetzt gerade. Wann war der letzte Tag, wo ich nicht aufgenommen habe? Oder habe ich im Urlaub jeden Tag aufgenommen? Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Also die Woche auf jeden Fall. Es ist mindestens die dritte, vierte, fünfte Aufnahme in Folge. It's a big show. Ich glaube, ich habe den Hardy habe ich weggedrückt, obwohl wir den noch gar nicht gesehen haben. Ach so, die wurden. Ja, ist ein lächerliches Tag-Team. Also meins ist da, glaube ich, schon so ein bisschen besser. Weil ich habe zwei Superstars und Rhino als, ja, ich sag mal, Low-Mid-Kader.
Die haben zwar Jeff Hardy, der auch schon mal einen Titel hatte, also so einen Champion-Titel. Ansonsten in der Tag Team Division natürlich eher einzuordnen gewesen ist, zumindest früher. Heutzutage ist es, glaube ich, auch nicht mehr so. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr so ganz sicher. Ja, gut, Big Show, gut. Der kann zwar ein bisschen was, ne? Aber von Superstar Bolte ist jetzt auch nicht der Beste. Und die wurden. Also ich sag mal im Schnitt. Und Jeff Hardy hat einiges drauf von den Superstar Points, aber der Rest, der kraxelt da immer so zwischen 60 und 70 rum. Also eigentlich nicht der Rede wert. Meine Fresse, ist jetzt mal gut. Check this out. Ich glaube, Jeff Hardy müsste eigentlich relativ schnell kaputt gehen. Oh yeah. Diving Headbutt! Kabums! Dass meine Moves vom Turnbuckle nie gekontert werden, wundert mich jetzt gerade wirklich. Ich glaube, es war noch gar nicht der Fall, dass er einmal gekontert wurde. Den ganzen Let's Play nicht. Das sind ja schon nochmal jetzt ein paar Parts. Die aktuellen werden jetzt auch noch hochgeladen von gestern. Das ist echt schön, also da kann man so wirklich so ein bisschen, ich sag mal, Fließbandarbeit machen. Ah! Fuck you. Scheiße. Ja, komm. Tu mal den großen Mann nach draußen. Bombs. Der Boden. So, noch ein kleiner Enkellock. Der hängt zwar im Seil mit seinem Gesicht. Und noch einer. Puh. Ah, der hat mich gekontert. Dumbo Suplex. Okay, jetzt ist er tot. Hui. Das war so klug von mir. Das war so klug von mir. Ja, komm, verpassen wir den schon mal. Ich soll nicht den. Da ist nur noch der Divon. Haha. Alter, okay. Ist aber gut. Hat mir gefallen. Warum wurde denn jetzt unterbrochen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Egal. Ah, der kann auch aufgeben, ohne dass der Referee am Start ist. Gib auf! Bombs! Vielleicht will er so aufgeben? Nee, auch nicht. Oh, das tut mir leid. Jetzt habe ich auf jeden Fall mein Kurt etwas kaputt gemacht. Er ist gefickt. Was machst du da? Ach, guck mal, der kann auch einen Enkellock. Aber es ist der Engellock, genau. Du musst ja eigentlich nur irgendwie beide mal so ein bisschen außer Gefecht setzen. Ah, zählt die wieder nicht. Kommt die immer bitte schon mal zur Hilfe. Achso, nee, Demon ist völlig egal. Och meine Güte. Hier ist jetzt aber gerade der Wurm drin, ne? Deswegen will der Arsch nicht aufgeben. Machen wir jetzt mal. Nee. Ja, der war ganz gut. Ach, verflucht. Gut. Hardy ist tot. Der sollte jetzt nicht mehr wechseln dürfen. Okay, die wurde es wirklich völlig egal. Er lässt ihn einfach kalt, ne? Finde ich gut. So. Erstes Match fertig. Das hat jetzt nämlich länger gedauert, ne? Halbes Jahr haben wir noch vor der Brust übrigens. Denke ich mal. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, wie lange jetzt hier die Saison geht, aber mehr als 2 Jahre sollte sie, glaube ich, nicht gehen. Aber Kurt Angle scheint mal ein richtiger Tag Team Partner zu werden. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier in diesem Monat mir noch den Titel zu ergattern. Was natürlich jetzt gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Ja, ist okay. Also natürlich auch ein super Tag Team Match, ne, wo es so viele Tags gab, nämlich keinen. Kurz gucken, weil ich meine, ich wollte mal gucken, wie viel der Jeff Hardy hat. Ja, doch, 81, der hat auf jeden Fall ein bisschen was. Das Cruiserweight Champion, okay. Aber ich auch ein bisschen blöd finde, ne, ist, das geht gar nicht mehr so darauf krass eingegangen. Aber ich meine, klar, die machen das jetzt zwar immer noch
das, was sie wollen, ne? Aber so der Konflikt zwischen Superstars und den Eigentümern, der wird mir. Könnten die ruhig ein bisschen intensivieren. Hardcore Tornado Tag Match, die Big Show und Devon. Noch, oh, Hollywood Hulk Hogan und Booker T. Auch eine interessante Zusammensetzung. Aber kann man machen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwann mal was. Ja, okay, die hatten garantiert was bei der WCW miteinander zu tun. Es hat übrigens kackennebelig draußen, wenn ich, wo ich gerade mal nach draußen gucke und die Milchsuppe sehe. Big Show, wie findest du das? Was denkt Big Show? Hä? Hä? Ich kann es nicht glauben. Ach so, weil der einen neuen Wagen bekommen hat, weil er sich für die Superstars geäußert hat. Okay. Es ist meine Lieblingsfarbe. Schwarz. Ich bin froh, dass du es magst. Wow. Ja klar, attackieren wir ihn. Ey, warte eine Minute. Ups, wo hab ich die Stange auf einmal her? Oh mein Gott, die Fall ist hier. Die Fall hat ihn gerade angegriffen. Das war ein richtig böser Hinterhalt. Ich hätte aber lieber die Karre kaputt gemacht. Hallo? So, haben wir hier irgendjemanden rumstehen? Nö. Gut, ab dafür. Hardcore Tornado Tick. Boah. Puh. Doch, Bradshaw und Kane werden auch gut. Ja gut, das ist klar. Ja, werden natürlich hier die Dennis für sich entscheiden. Meine PlayStation ist noch nicht angekommen. Das finde ich ein bisschen blöd. Meine 60 GB. Ich meine, ist eigentlich auch gut, dass das Spiel hier noch weitergeht, ne? Weil ich wollte ja das neue Projekt dann schon direkt versuchen, damit aufzunehmen, mal ein bisschen rumzufummeln und so. Aber, ne? Ich hoffe mal, die kommt heute. Also meine alte 60 GB PlayStation 3 habe ich mir bestellt. Oh, wirklich ein Schnapper eigentlich. Normalerweise kostet die, weiß ich, 140, 150 Euro oder so. Aber die habe ich jetzt für 70 Euro gekriegt. Okay, da fehlt da zwar irgendwie so eine Abdeckung für USB, aber ist mir sowas von scheißegal. Die werde ich dann auch wirklich ausschließlich dafür verwenden. Ich habe die jetzt wirklich eigentlich fast mal fürs Let's Play geholt, ne? Also, muss man auch mal erwähnen. Ja, weil da kann ich mich PlayStation 2 spielen. Also ich hoffe es wirklich, ne, dass er die dann richtig geil ausgibt, mit einer richtig geilen Qualität. Am besten, also wirklich bestenfalls HD und das mit 60 Frames noch aufnehmen kann. Muss mal gucken, sonst muss er vielleicht hochskalieren. Entschuldigung, das war keine Absicht. Ja gut, aber hier der Köln Engel, der kommt auch gut klar, ne? Mit Devon. Habe ich mir einen guten Partner ausgesucht. Na, scheiß drauf. Hier mich auf die Zwiebel. The pedigree! Oh mein Gott! Sapuff! Halt ihn auf! Okay, brauchst du gar nicht mehr. So habe ich mir das Match eigentlich gerade auch vorgestellt, ne? Aber man kann nicht alles haben. Hast verdient. Ich glaube, beim Pay-Per-View wird dann wahrscheinlich der neue, also wir sind jetzt aber auch Anti, ne? Also hier Anti-Führer. Also nicht der Führer, ne, sondern. Ach, ich komme jetzt nur mal eh nicht mehr raus. Anti-Eigentümer, Anti-Chefs. Okay, Hollywood Hulk und Booker T haben verloren. Alles klar. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Finde ich aber auch fies, ne? Weil der Booker T scheint ja mit zwei Tag-Teams aufzutreten. Also einmal mit Goldust und einmal mit Hogan. Guck mal, sind wir schon in der dritten Woche. Schwangerschaft. Also nicht missverstehen, ich möchte jetzt nicht so schnellstmöglich jetzt hier beenden. Cage Tornado Tag. Escape only, okay. Gut, dann lasse ich auf jeden Fall erstmal den Kurt Angle abhauen, sonst habe ich das gleiche Problem wie bei Brock Lesnar. Oder wie mit Brock Lesnar. Weil das könnte sonst kritisch werden. Versuche die beiden noch ein bisschen abzulenken und ja, bis ich dann so weit bin. Dass ich irgendwie beide da auf den Boden kriege. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Shawn Michaels, hey! Ja, okay, das hatte ich zwar auch schon mal, ne? Mal gucken, was du jetzt zu erzählen hast. Weil du bist der gleiche Kletterer-Dutch wie sonst auch ist. Ich weiß nicht, ob das Spiel ein Gedächtnis hat. Also, ob er sich merkt, okay, der hat einmal mit ihm gesprochen, aber das zweite hat er jetzt noch nicht mit ihm gemacht. Hey! Wie sieht's aus? Möchtest du was vom Heartbreak-Kid? Möchte wie du werden? Oder ein Tag-Team werden? Na, okay. Das ist eine interessante Idee, aber ich kann das nicht tun.
wenn, selbst wenn wir uns ja, in einem Team zusammenschließen würden, würden wir zusammen nicht glücklich sein. Ich kann dir den Rat geben. Ich kann dir einen Rat geben, aber das war's auch. Aber du müsstest jemand anderen fragen. Sorry. Es ist immer sehr nett hier, der Shawn Michaels, ne? Alles, was storymäßig passiert, ist ja nicht so nett. Da ist ja meistens ein Arsch, ne? Arsch, Intrigant, Integrant. Wie heißt das denn? Ihr wisst, was ich meine. Wapen Damn gewinnt. Dass wir nie im Main Event sind, ne? Immer nur im zweiten Match oder im ersten Match. Das ist, also ich bin Champion, ne? Da habe ich ja schon so gewisse Privilegien, die ich eigentlich auch genießen sollen dürfte. You can steal an opponent's Smackdown Move. Haben wir auch schon tausendmal gemacht. Der Kurt. Ich mag den mit Glatze lieber. Sieht wirklich irgendwie tatsächlich gefährlich aus. Und sympathischer. Ah, Bradshaw, genau, der hatte die. Früher hatte der, glaube ich, den Fallaway Slam als Finisher. Er hat natürlich schon ein heftiges Tag-Team, ne, die beiden. Schön im Käfig. Mh. Beide ungefähr jeweils kommen größer als ich. Aber nun gut. Kane sogar noch ein bisschen mehr, denke ich. Ratte! Ratte! Das ist aber ganz schön beweglich auf einmal hier, Kane. Der ist leider ein bisschen zu groß für meinen. Für mich. Ich hab mich mit der Closer nicht getroffen. So, Kurt. Enttäusch mich nicht, ne? Du machst das schon sehr gut. Eieieiei. Oder auch nicht. Der hat noch kein Move. Das ist traurig. Nein! Ich dachte, ich wäre dir wenigstens auf den Fuß gefallen oder so. So geht das nämlich. Was willst du? Ja genau, hau ruhig ab. Ich gucke jetzt erstmal, wer als erster aufsteht. Ja, ich glaube, Kurt ist weg. Super. Ich habe mir zwar eigentlich gedacht, das soll ein bisschen später passieren, aber ist ja nicht schlimm. Ach, das wird schon schief gehen. Lauf. Nein, ja, okay. Bringt nichts. Ja, oh, gerade so ein bisschen, was ist mit Bradshaw los? Alter! Was machst du mit mir, Junge? Kommst du klar? Hoffe ich zu erhöhen. Ich glaube, Bradshaw gerade so ein bisschen Problem, wenn er jetzt anvisieren soll. Macht er noch irgendwas? Nee, ich glaube, Bradshaw ist. Ich glaube, ich habe Bradshaws KI kaputt gemacht. Wie geil ist das denn? Schau ich das mal an, ey. Der Bradshaw kommt überhaupt gar nicht mehr klar auf sein Leben. Ich glaube, das ist Sicherung durchgebrannt. Also war doch auch viel gediegener als gedacht. Das ist ja echt lustig. Ja, ich aber auch noch nie vorher, ne? Wahrscheinlich, weil der gerade irgendwie betäubt war, während der Kurt Engel geflogen ist und dann ist er aufgehört und denkt so, wo ist er denn? Ich muss ihn suchen. Ich finde ihn nicht. Das sind nur zwei andere Spack, die ich jetzt die ganze Zeit hin und her angucken werde. Brrrt. Auf jeden Fall interessant. So, letzte Woche, also ist wahrscheinlich so die finale Qualifikation. Mal gucken, gegen wen wir jetzt antreten müssen. Hätten wir gerade vielleicht auch herausfinden können. Gegen Edge und Jeff Hardy. TLC Tornado Tag, okay. Entschuldigung. Ich krieg ja mit der Husterei nicht in den Griff, da geht mir voll auf den Sack auch, ne?